Scheinbar gab es da auch einen Vorgänger, denn die hat gerade. Yo! Das zum Thema, sie ist breit. Ich glaube, die hat eher eine psychische Störung. Das ist eine instabile Frau. Habe ich auch jede Nacht von. Auf jeden Fall. Heiliger Bimbam, Alice Little. Treibst dich wieder rum, wie? Schwester Whitless, welch ein Glück. Schon zum zweiten Mal. Ganz allein draußen? Siehst fertig aus, Liebes. Geht's dir nicht gut? Nicht wirklich. Komm doch mit und sieh dir meine Täubchen an. Hübsche Vögelchen, so wie du. Nein, lieber nicht. Unser letzter Besuch hat mich etliche Pfund gekostet und nichts gebracht. Ich könnte mich erinnern, wo dein räudiges Karnickel hin ist. Okay, die Frau ist eindeutig ein bisschen schräg. Ein bisschen. Hast du mal die Nase gesehen? Die ganze Sippe geröstet wie Mahonen vor den eigenen Augen. 10 Jahre in Rutledge und das alles für die Katz. Dr. Bambi schafft's auch nicht. Friemelt an den immer gleichen Fragen rum. Das Feuer, ihre Erinnerung. Ah, ich kann's nicht mehr hören. Ich verdiene Anerkennung, oder etwa nicht? Wer hat ihr neue Kleider besorgt, ihr einen Platz bei Bambi verschafft? Wo wäre sie denn ohne mich? In der Gosse. Ihren Hintern verkaufen. Aber sie mag meine Täubchen. Spuckte tatsächlich mal ein Pfund aus oder so. Aber was ich weiß, ist viel mehr wert. Hab sie schließlich nicht verraten. Hab sie sagen hören, alle meinetwegen gestorben. Ich konnte euch nicht retten. Hab ihr gesagt, mein Schweigen ist zu kaufen. Echt günstig. Bin guter Mensch, ehrlich. Nicht wie ihre Nanny, diese hochnäsige Hure. Oder dieser Anwalt Radcliffe, der ihr das blöde Karnickel wegnahm. Brauch Kohle. Hab sie gewarnt, dass ich den Bullen sag, wenn sie meinem Spendenaufruf nicht folgen tut. Sie kreischt und spielt total verrückt. Vergisst den eigenen Namen manchmal, hab ich gehört. Okay. Also diese Frau ist eindeutig etwas zwischen zu neugierig und, naja, wer weiß. Aber, hallo? Was ich mich fragen möchte, ist echt, wie schräg waren die Entwickler drauf, die das gemacht haben? Die waren auch breit. Ganz einfach. Guck dir mal an, man sieht einfach mal jeden. Auch, der aus dem Kamin kommt. Das ist wie ein Käfig, Vögelstirn. Guck dir mal, guck dir das an. Das sieht aus wie so tausende Tornados. Das sieht aus wie Bayern in den 70ern oder sowas. Also, wenn ihr ein Spiel entwickeln wollt, zieht euch einen durch, nehmt euch ein paar Programmierer in die Hand, die ziehen sich auch einen durch und entwickeln ein Spiel. Nein, du musst ja einen durchziehen und die Programmierer müssen sich das aufschreiben, was du währenddessen sagst. Ja, und dann müssen die danach programmieren, denn Programmierfehler sind scheiße, deshalb müssen die nicht auf Ecstasy oder sowas sein. Ach, du kannst auch später verbessern. Was soll ich sagen? Ja, natürlich. Meine Güte, hab ich einen Durst. Brauch was zu trinken. Muss mir dran die Kehle befeuchten. Yo. Jetzt ist es klar, warum die so verrückt ist. Hübsche Vögelchen, so wie du. Geh ins Wunderland. Hat ihre Familie es ist nur ein Traum. Schmutz. Verderben. Okay. Also scheinbar sind wir jetzt wieder im Wunderland. So wie ich es gemerkt habe. Und sie hat beim letzten Mal ihr eigenes Haus angezündet. Also scheinbar gab es dann Vorgänger. Und dachten wir die Totenkopfschleife. Ja, habe ich ja auch gerade gedacht. Also scheinbar gab es dann Vorgänger. Und da ist sie irgendwie in eine dunkle Gasse, eine Katze hinterhergegangen. Und dann ist sie ins Wunderland gekommen und zum Schluss hat ihr eigenes Haus angezündet und deshalb ist die 10 Jahre in Behandlung gewesen. Oder irgendwie sowas. Sehr aufreibende Reise. Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut.
Würde aber auch Zeit, Alice. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Im wahrsten Sinne des Wortes. Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Ups. Ab ging's Nico gehauen. Ja, natürlich. So, ja, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes am Rande. Ja, mach den Sprung nochmal. Der hat richtig Swag. Oh mein Gott, ich weiß, dass ich das die ganze Zeit machen werde, allein nur um die Sachen falsch zu sehen. So, wollen wir mal als erstes sterben? Komm, wir sind im Wunderland, da passieren Wunder. Sicher? Ja. Ich löse mich auch im Blümchen auf, wenn ich sterbe. Ja, und ja, okay. Also, das ist irgendwie skurril, ne? So total schöne Klamotten und dann Totenkopfschleife. Blut vorne. Und Blut. Da fragt man sich, ja. Und so. Ein Hufeisen als Anhänger. Wenn man das sehen kann. Naja. Schwinden wir davon. Fliegen ja. Ach, wir. Hast du ja gerade das Teil da reingezogen. Was? Da war so ein komisches Kuhartiges Ding. Das saß da. Okay. Das war, glaube ich, ein Vogel. Mit einem Kuhkopf. Ein Vogel mit einem Kuhkopf? Jo. Okay, also. Und dann kann man hier irgendwie schneller rennen? Nein. Wuhu, wuhu, wuhu. Oh, was ist das? Erinnerung wieder entlang. Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Oh, scheinbar. Ja, da ist schon wieder so ein Kuhteil. Ja, was soll ich sagen? Ja, hast recht. Genial, ja. eine Ochsenfliege. Nein, ein Ochsenvogel. Okay, scheinbar, Das wussten wir doch gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich habe eigentlich gerade gedacht, ich würde die ganze Zeit auf X drücken, aber das ist der PlayStation-Controller und nicht der Xbox-Controller. Ach, ja. Ist andersrum. Stimmt, ich habe den Xbox-Controller und, da wo auf A der Xbox-Controller ist, ist auf X der PlayStation-Controller. Irgendwie so, ich weiß es nicht. X ist beim PlayStation-Controller und A ist beim Xbox-Controller. Okay. So, jetzt haben wir mal einfach hier die Grundlehre der Controller-Lehre gemacht. Können wir jetzt weiterspielen. Und was war das für ein Teil? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht es ziemlich. Der hat 100 Pro einen von diesen Mushrooms da geleckt. Ja, auf jeden Fall. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Okay, scheinbar ist sie auch ein bisschen übermütig. Ich glaube, das sieht man hier. Also wenn ich beim Sprung so welche Blumen aus mir herauszaubern könnte. Ey, das wäre der geilste, das wäre da. Ich glaube, ich würde den ganzen Tag nur noch springen. Und du kannst du sogar halten. Boah, die hat echt drauf, die Frau. Ja, okay. Also, welcher Programmierer da drauf gekommen ist, so ein Level-Design hinzubekommen? Ich hätte echt Respekt vor mir. Ja, echt Respekt. Allein schon diese Blumen. Was steht da? Trink? Das Trink kommt mich. Mir bekannt vor. Trink mich. Klein, aber oho und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Okay, ist der Pädophile oder so? Du meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich, ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe, so wie den Wald vor lauter Bäumen, nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Ja. LB. Scheiße, wo ist LB? LB, LB, LB. Da oben.
Was sollen wir jetzt als erstes machen? Ich glaube, als erstes nehmen wir sowieso die Erinnerung. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Baum. Eindeutig Drogen. Vor allem, die hat jetzt Schluck auf. Das wirst du zwar nicht, aber... Die hat Schluck auf. Ah, jetzt kann man auch den Knopf durch. Zack. Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Den hat sie gegessen. Ja, den hab ich mir auch gerade so gedacht. Den da.